Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den sagenhaften Dragonwalker. Es kennt jeder von euch, diesen geilen Dragonwalker. Die meisten haben ihn, aber der Knackpunkt ist, bei nicht allen funktioniert er. Und so war es auch bei mir. Lange, lange Zeit. Also er funktioniert erst seit kurzem. Darum geht es heute, aber erst möchte ich euch nochmal meine Funde zeigen. Und zwar gestern bei Edeka. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich suche da seit Monaten danach und ich habe noch nie so einen gesehen. Es geht um die Monster Trucks von den Masters. Es ist nicht unbedingt etwas, was man haben muss, zwingend, aber ich finde es halt schön. Ich habe ja auch andere Autos hier von den ganzen Filmautos, so kleine und so. Und ich stelle mir sowas halt gerne in die Vitrine oder hänge es mir an die Wand. Auf jeden Fall war ich da am Nachgucken. Bei den Monster Trucks, da gibt es auch von SpongeBob zum Beispiel, von allen möglichen Sachen gibt es diese Monster Trucks. Und war ich so am Gucken, dachte ich, gibt eh wieder nichts, aber ich gucke halt immer, wenn ich einkaufen gehe, ob es was gibt. Auf einmal gucke ich, da guckt mich so ein Skeletor-Gesicht an, ganz hinten, ein einziger. Ja, und was soll ich sagen, ich hatte auch mal Glück. Ich hoffe, man sieht's. Ich werde ihn nicht auspacken, deshalb bleibt er so. Ich weiß, das ist immer so eine Sache mit der Reflexion. Ich denke, man kann ihn gut sehen. Ich finde ihn richtig genial. Ich werde ihn nicht auspacken, wie gesagt. Ich werde ihn so an die Wand wahrscheinlich hängen, wenn ich irgendwo einen freien Platz hier finde. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, den gefunden zu haben. Dann mein anderer Fund. Gab es auch nur noch ein einziges davon. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, weil die sind überall ausverkauft. Und ich weiß, man kann sie auch nachbestellen bei in Buchläden und so. Aber wie gesagt, hier in der Nähe in freier Wildbahn gibt es sie halt nicht. Das Yps-Heft, um das sich jetzt alle so reißen. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich habe es mir nur so generell mal schnell durchgeblättert. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man so Kind der 80er ist und der 90er und dieses... es sind einfach fast alles Sachen, die ich mag oder gemocht habe früher. Fast alles. Also auf diesem Foto hier sehe ich kaum etwas. Was sind die drei Frauen da? Die fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Aber alles andere hatte ich in meiner Kindheit geguckt. Das ist der absolute Knaller. Und vieles davon jetzt noch. Ob ich den Zeppelin auspacken werde, weiß ich noch nicht. Ein 3 Meter Solarzeppelin, den könnte ich hier sowieso nirgendwo steigen lassen. Und dann wüsste ich gar nicht, wo ich ihn hin tue. Aber egal. Ich freue mich darauf, dieses Heft anzugucken. Und bin gespannt, was da noch so alles drin ist. So, kommen wir nochmal zu dem Dragonwalker zurück. Ich habe den schon lange in meiner Sammlung. Er ist auch gebraucht. Ich hatte ihn auch gebraucht gekauft früher. Und alles klar, natürlich gebraucht. Ist auch der Anschnallgurt hier. Bisschen spröde schon an einer Stelle gerissen. Aber ich war froh, ihn überhaupt zu haben. Leider hat er nie funktioniert. Ja, und irgendwann jetzt vor einiger Zeit habe ich dieses Unterteil... Original aus meiner Kindheit noch im Keller gefunden, was ich auch sehr schön finde. Die Aufkleber sind ehrlich gesagt bei dem anderen besser als bei dem aus meiner Kindheit, aber ich werde trotzdem wahrscheinlich dieses Unterteil benutzen, um es in die Vitrine zu stellen. Ja, und ich war da eigentlich immer traurig drüber, dass der nicht funktioniert hat. Ich habe immer gedacht, guck's mal nach dem anderen oder so. Und dann hat mir den jemand, Gott sei Dank, reparieren können. Er hat gesagt, schick ihn mir mal, ich werde es versuchen. Ich sage, mehr kannst du nicht machen. Es wäre auf jeden Fall sehr nett, wenn du es versuchen würdest. Ich habe ja da nichts zu verlieren gehabt. Ne? Und siehe da, er hatte Erfolg. Er hatte tatsächlich Erfolg. Vielen Dank an dieser Stelle an Florian, seinen YouTube-Kanal, der Bürgermeister. Viele von euch werden ihn kennen. Den Link gibt es noch in der Videobeschreibung. Schaut mal rein. Und vielen lieben Dank an dich. Du hast echt eine Hammerarbeit geleistet. Er funktioniert. Ne? Er geht. Hört sich irgendwie an wie ein Mixer. Ich kann ihn jetzt hier nicht richtig fahren lassen, weil der Tisch ist einfach zu klein. Ich versuche es einfach mal mit meinen bescheidenen Mittelchen hier, dass ich den irgendwie fahren lassen kann. Können wir gucken. So, Moment. Jetzt bin ich wieder zu blöd, den Knopf zu finden. Da ist er. Jetzt. Ist das cool?
Wahnsinn! Also für mich ein unbeschreibliches Gefühl, da ich diesen Rainwalker noch nie, solange ich ihn besitze, noch nie in Aktion gesehen habe. Den letzten Dragon Walker, den habe ich gehabt, wie gesagt, von dem Unterteil als Kind. Seitdem habe ich kleine Videos oder so, aber in echt so in der Hand gehabt. Keinen einzigen, der funktioniert hat. Der absolute Knaller. Und da bin ich dem Florian wirklich sehr dankbar. Was mir übrigens aufgefallen ist, bei den beiden Unterteilen, die Füße, von dem aus meiner Kindheit sind die Füße hell. Von dem sind sie dunkel. Ich zeige es euch gleich nochmal in der Aufnahme. Sind sie dunkel, nicht wundern, bei dem aus meiner Kindheit, der ist noch nicht ganz sauber gemacht. Der ist aus dem Keller, ein bisschen staubig, dreckig, wie das halt so ist. Und bei einem von beiden steht, glaube ich, kein Herkunftsland, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich gucke nochmal eben, Moment. Hier, bei diesem hier, Moment. Bei diesem, der nicht aus meiner Kindheit ist, steht Mattel 1983. Und bei... Ne, Moment. Doch. Und der aus meiner Kindheit ist, da steht... Was haben wir hier? Mattel 1983. Und dann steht da drunter Herstellungsland Mexiko. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Achtet mal auf die Füße. Ich weiß, das ist wie Schloss Grayskull wahrscheinlich, dass die... alle noch per Hand bemalt wurden damals und deshalb nicht alle gleich aussehen können. Aber wieso steht auf dem einen Mexiko drauf und auf dem anderen gar nichts? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin auf eure Antworten echt gespannt. So, dann zeige ich euch das nochmal in der Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder. Ja Leute, hier könnt ihr es nochmal sehen. Das Oberteil ist übrigens auch, eins ist heller, eins ist dunkler. Sieht man es? Ich hoffe. Also das ist dunkler, das ist heller. Die Lichtverhältnisse sind halt ein bisschen bescheiden immer. Hier könnt ihr auch die Füße sehen. Ich denke mal, das ist wie damals bei Schloss Grayskull, wie ich schon sagte. Dass das einfach die Bemalung unterschiedlich ist. Aber wieso steht auf einem Mexiko und auf dem anderen nicht? Ups. Ja, ich bin ein bisschen tollpatschig, ich weiß. So. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Kann man es erkennen? Mattel 1983. Und beim anderen, nicht wundern, ist halt aus dem Keller. Ist halt ein bisschen dreckig. Ich muss den halt noch sauber machen. Also nicht direkt wieder verurteilen oder so. Der hat halt 20 Jahre im Keller gelegen. So, kriege ich ihn jetzt drauf. Seht ihr es? Da steht Mexiko drauf. Ja Leute, das war's mit meinem Video wieder. Es war nicht sehr lang und auch nicht extrem spektakulär, aber für mich war es ein wichtiges Video, weil ich mich wirklich sehr über diesen Dragon Walker freue und ich musste gleich daran denken, wie ich meine Eltern wahrscheinlich, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, wahrscheinlich wahnsinnig gemacht habe, wenn der im Wohnzimmer früher rumgefahren ist. Bei dem Krach, das ist richtig typisch 80er Jahre Spielzeug, das hat noch richtig Lärm. Total geil, ey. Heutzutage würden die meisten Eltern ausflippen dabei. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.